seltenes Auto. Es sind nur 15 Stück davon gebaut worden und war eins der ersten deutschen Autos, was mit Kunststoffkarosserie gebaut worden ist. Man hat mit so einem Auto Weltrekordfahrten gemacht in Monza, deswegen auch der Name DKW Monza. Das ist noch sehr gut fährt, mich nicht im Stich lässt und man geht in die Zeit zurück. Man glaubt, man ist auf dem Highway 66.